Hallo meine Schäfchen, ich bin's wieder, Martin Luther. Wir spielen Let's Play Resident Evil 4 in der Wii Edition. Wie ihr seht, habe ich diesmal, während nicht aufgenommen wurde, das Inventar sortiert. Ich rüste mal wieder die Pistole auf und letztes Mal wurde uns Ashley gemobst von fiesen Novistadors. Wir haben uns durch einen Uhrenturm gekämpft und den Cockblock im Clock Tower überwunden. Haben uns aus einer Sandwich-Situation befreit und fiese Möps, Blinde mit Klauen fertig gemacht, die auch diese Tür hier halb auseinandergenommen haben. Und was hinter dieser Tür ist, ist nicht Ashley, sondern ein retardierendes Moment in Flurform mit etwas Loot, also auch ein lootardierendes Moment. So, dann gehen wir langsam, dramatisch diese mit Teppich ausgekleideten Treppenstufen hinauf. Zu einer noch hübscheren Tür. Und jetzt geht's weiter. Ashley. Leon! Mr. Kennedy. Don't you know when it's time to throw in the towel? Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Da ist viel passiert. Also, wir haben Ashley gefunden in einer Pose mit den beiden Handlangern von Salazar, die sehr reminiscent war an Silent Hill 2 mit den Pyramid Heads und Maria. Dann sind wir durch eine klischeehafte Falltür gefallen, haben es vermieden, aufgespießt zu werden, und Salazar hat die Faxen inzwischen echt dicke. Der macht einen auf Zanto, was vorher so überlegen und kühl beherrscht wirkte, ist jetzt ein kleiner Psychopath, der austickt. Und ja, wir sehen hier die zahlreichen Leute, die es nicht geschafft haben, sich aus dieser Zwickmühle zu retten. Viele Mönche, die vielleicht nicht einverstanden waren damit, sich in diesem Kult Plagas einpflanzen zu lassen. Der hier hat offensichtlich eine Krone erdiebt. Die schnappen wir uns doch einmal selbst. Hier haben wir noch etwas Munition und hübsches Gelbzeug. Ja, und kleine Fledermäuschen schwören hier um uns rum, überbringen uns Nachrichten von Batman. Leon tanzt ein wenig. Yeah. Oh yeah. Und dann gehen wir zum Händler. Got some rare things on sale, Stranger. Was auch schade ist gerade. Bei dem Gespräch mit Salazar hat er gesagt, I sent my right hand to dispose of you, und Leon sagt, your right hand comes off. Und wie kommt man auf die Idee, deine rechte Hand kommt ab, zu übersetzen mit, ach ja, also da kann ich mir wieder nur vorstellen, dass das so improvisiert war bei der Aufnahme und da war das Skript aber schon zum Übersetzen weggeschickt worden, hoffe ich doch mal. What are you buying? Das Tuning-Angebot, was wir hier haben, ist für die Striker. Das ist die neue Schrotflinte, die wir hier bekommen. Die hat ein Trommelmagazin, hat deswegen auch die höchste Kapazität von allen Schrotflinten hier im Spiel. Aber ich mag das Schrotgewehr, was wir schon haben, besser. Hier haben wir noch die Brandgranate. Und bevor wir diese Leiter hochklettern, möchte ich mal auf diesen Mönch hier hinweisen. Der scheint schon ein wenig skelettiert und hat noch seine Hand
an die Leiter, um die Leiter gelegt. Ah, ich schaff's noch raus. Ah, das ist ganz schön fies. So. Bei der Krone handelt es sich wieder um noch eine Kanalisation, natürlich. Bei diesem 100 Quadratkilometer großen Schloss. Und wir fassen erstmal in ein Abflussrohr, warum nicht? Noch mehr Silent Hill 2 Parallelen. Bei dieser Krone handelt es sich übrigens wieder um einen Typ Schatz, der sich kombinieren lässt mit anderen Schätzen. Ein weiteres Teil dieser Krone werden wir auch bald bekommen. Mhm. Das kann nichts Gutes sein. Oh. Zack. Das da oben ist kein Schatz, das ist nur eine Lampe. Da ist nichts mehr drin. Und dann gehen wir doch mal durch diese Tür und schauen, wo uns der Weg hinführt, hier aus dieser Grube heraus. Oh. Und da haben wir gesehen an der Predator-Sicht von Salazars rechter Hand, wir wurden eingeholt von diesem Viech, gehen durch die Tür mit dem Pfeil, der da gerade war. Das ist ein Aufzugsschacht. Aufzug hochholen. Klar. Er funktioniert nicht. Das ist natürlich wieder Leons Glück, denn bestimmt ist der Strom ausgefallen. Hurra. Holen wir uns erstmal schön Pistolenmunition und ein Erste-Hilfe-Spray. Und wappnet euch. Ja. Denn dieses Vieh ist jetzt hinter uns her. Ei. Man hat ja schon vorher sehen können, dass das nicht ganz menschlich ist, was da unter diesen Kutten hing. Von Salazars Begleitern. Und jetzt sehen wir gleich nochmal in voller Pracht, wie diese Viecher aussehen. Hier haben wir zum einen Gewehrmunition. Und dort LN2 in diesem Tank. Das ist ein Behälter für flüssiges Nitro. Was macht der denn hier? Was immer der hier macht, wir können gleich froh sein, dass er da ist und dass Leon wusste, was LN2 ist, weil er hat doch Chemie statt Kunstgeschichte studiert. Hier haben wir die Stromversorgungseinheit und schalten den Strom ein. Der Aufzug hat wieder Strom. Ja! Und wir werden eingeschlossen. Nein! Wieso? Es dauert ungefähr 4 Minuten, bis der Aufzug kommt. In Anführungsstrichen. Wer immer das sagt oder wo immer das steht, es ist so, wir können nichts daran ändern. Dort haben wir noch ein bisschen Grünzeug, um klarzukommen. Ja. Hier haben wir die rechte Hand weiter im Gemäuer, wir können sie hören. Gucken wir also mal zu dieser Tür, weil wir wollen nicht zu lange da eingeschlossen bleiben mit dem Vieh. Der Bereich ist wohl aus Sicherheitsgründen abgesperrt, hoffentlich nur vorübergehend. Ja, Rollladen öffnen, ja. Lässt sich wohl erst später öffnen, ja. Warum geht hier nicht sofort? Was soll der... Oh mein Gott. Da haben wir ihn in voller Pracht, diese Mischung aus Predator und Alien. Ich nehme mal eine Blendgranate, dann kann ich ihn erstmal zurücktreiben. So, schnell vorbei hier. Und jetzt zu diesem Nitrobehälter. Wenn wir den nämlich umwerfen, können wir ihn einfrieren, wenn ich ihn sehen würde. Da ist er. Und in diesem Zustand kann man ihm überhaupt großartig Schaden machen. Und da wir ja noch einen Raketenwerfer haben, finde ich, ist das die perfekte Gelegenheit, den zum Einsatz zu bringen. Da hat sie ihn zerlettert in alle Einzelteile. Oh, das Blut war auch blau, meine Güte. Ja, und die restliche Zeit der 4 Minuten spult das Spiel dann vor. Und wir erhalten ein Kronjuwel. Da kann man schon erkennen, dass das vermutlich an die Krone rangehört. Ja, ich spare mir gerne den Raketenwerfer immer für diese Sequenz auf.
ist die effizienteste Methode. Ihr müsst ihn aber wirklich vorher einfrieren, weil sonst bräuchtet ihr 2 Schüsse mit einem Raketenwerfer, um ihn umzubringen. So. Ja, der Rollladen würde sich etwas früher öffnen, dann könntet ihr noch weiter diese Kanister umwerfen und vor ihm davonrennen und entweder die 4 Minuten aussitzen oder versuchen, ihn mit herkömmlicheren Waffen umzubringen, aber der hält eine ganze Menge aus, auch wenn er gerade eingefroren ist. Hier haben wir noch TMP-Munition und dann sind wir bereit für den Aufzug. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, der Aufzug kam nicht etwa von oben, sondern von unten. Das heißt, wir kommen noch nicht so bald wieder an die Oberfläche, sondern begeben uns noch tiefer in den Untergrund unter diesem mysteriösen Schloss. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Und das war das Ende von Kapitel 4.1. Wo waren die da eigentlich gerade? Der Saddler und der Krauser. Und wer war Krauser? Das klang nicht unbedingt spanisch, ne? So, speichern wir mal eben. Und dann geht's weiter. So, hier haben wir erstmal hübsches Grünzeug. Und ein Händler, aber gehen wir erstmal dort hinten hin. Dort haben wir Pistolenmunition und wieder einen Zettel mit Louis Notiz. Oh, Louis. Der erste Kastellan begrub die Las Plagas tief unter der Burg, um sie völlig zu verstecken. Als aber Salazar sie freiließ, dachte niemand, er würde sie wieder zum Leben erwecken können, da sie nur mumifizierte Überreste waren. Jeder wusste, dass die Parasiten ohne Wirt nicht überleben können. Aber als Salazar und seine Leute die Überreste ausgruben, schien es fast, als ob die Plagas nur darauf warteten, entdeckt zu werden und wieder aufzuerstehen. Jahre später begannen die Dorfbewohner, die bei der Ausgrabung der Las Plagas geholfen haben, an Krämpfen zu leiden. Und eines Tages wurden sie zu gewalttätigen Wilden. Später fand man dann heraus, dass dies von den Las Plagas verursacht worden war. Sie hatten all die Jahre im Zellstadium in Sporenform überlebt. The Last of Plagas. Anscheinend atmeten die Dorfbewohner beim Ausgraben die Sporen ein, die in ihren Körpern wieder aktiv wurden. So erwachten die Las Plagas zu neuem Leben. Während ich schreibe, werden weitere Las Plagas ausgegraben. Wer weiß, wie viele dieser Plagas bereits wiederbelebt wurden, ganz zu schweigen von all den Ganados, die geschaffen wurden. Ihr unmenschliches Treiben muss ein Ende finden. Wenn sie nicht aufgehalten werden, könnten weltweit Menschen zu Opfern ihres verrückten Kults werden. Ja. Der Moment, wo Louis erkannt hat, dass er nicht weiter Forschung für die Los Illuminados betreiben möchte. Und dann anscheinend Kontakt aufgenommen hat zu der Außenwelt. Hier haben wir wieder ein Minispiel. Ganz entgegen Salazars Worten, no more games. Gibt's hier more games. Hallo TMP, alter Freund. Dann knallen wir doch mal ein paar Pappkameraden ab. Spieltyp C bitte. Ja, wieder schöne neue Effekte, wenn man daneben schießt. Inklusive dieses herrlichen Lachens. Wow. Ach, die Sternschnuppe ist eingeschlagen für uns. Man.
Das lief doch ganz annehmbar. Laden wir erst nochmal nach. Und machen dann die zweite Runde. Wer hat das eigentlich gebaut, frage ich mich. Es müssen ja eigentlich die Händler gewesen sein in ihrer Freizeit. Bei Ganados sieht Salazar ja zwar als minderwertig an, wie wir herausgefunden haben an der einen Zwischensequenz. Aber sein Kopf ist ja die super Bonus-Zielscheibe, also kann es nicht zu seinem Vergnügen sein, das hier unten. Zumal das auch alles ein bisschen schnell ginge für Musketen und Armbrüste. Ist also die Frage, warum bauen die vor lauter Langeweile diese Dinger hier, die Händler? Was stimmt nicht mit denen? Was auch nicht mit denen stimmt, ich bin froh darüber, denn jetzt habe ich die dritte Reihe der Kronkorken vollständig und 35.000 Peseten. Ihr werdet nicht hören, dass ich mich beschwere über Möglichkeiten, 35.000 Peseten in ein paar Minuten zu ergattern. Hier haben wir noch jetzt noch ein paar Fässer. Sterbt Fässer. So. Handgranaten, Spinelle und dergleichen. Und So viele Erste-Hilfe-Sprays, die abgelaufen oder was? Gib sie mir. Ich sag, gib sie mir. Hat keine Angst. Dann gib mir wenigstens die Waffe, die das hier abfeuert. Meine Güte. Sieht schon krass aus. So eine Handkanone, Helsing-Style. Got some rare things. Ich hab erstmal Sachen und Sale. So. Thank you. Und Spinelle und den Seidenkristall und das bitte noch nicht. Und jetzt können wir uns wieder schön was zusammentun. Jawohl, fürs Schrotgewehr. Und das war's. So, dann laden wir nochmal durch und gehen durch diese Tür. So, das sieht doch schon sehr nach einem Schacht in einem Bergwerk aus. Und wir haben gerade davon gelesen, dass die Dorfbewohner, hier haben wir sie auch schon, unter der Burg die Plagas ausgegraben haben aus den Schächten. Also würde ich sagen, befinden wir uns jetzt in den Schächten mit den mumifizierten Plagas. Dadurch, dass wir schon ein Plager haben, müssen wir uns immerhin nicht Gedanken machen, was jetzt mit uns passiert, wenn wir diese Sporen hier einatmen. Ich wollte nachladen. Danke sehr. Achtung! Bei Überladen des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter betätigt. Mir fällt mal auf, dass Leon ja eigentlich Spanisch lesen können muss. Also verstehen. Ach, Leon, was kannst du nicht? Hier oben haben wir die Lore. Dort haben wir einen mega fetten Bohrer. Nicht schlecht. Springen erstmal hier herunter. Und dort haben wir einen großen Felsen, der uns den Weg versperrt. Dieser Felsen versperrt den Weg. Ja, das heißt, wir brauchen etwas Explosives, um den aus dem Weg zu räumen. Deswegen wollen wir jetzt den Wagen hier. Weil da ist nämlich etwas Dynamit drin. Und natürlich, der Trennschalter ist bewegt. Hurra. Ach, Leon hat so ein Glück. Wenn ihr übrigens gerade einen Durchlauf macht mit einem Raketenwerfer zu viel oder indem ihr einen Endloswerfer habt, könnt ihr auch auf das Dynamit verzichten und einfach direkt mit dem Raketenwerfer den Stein aus dem Weg räumen.
So, erstmal looten. Ist noch verschwindet vor unseren Augen. Oh, Magnum-Munition. Tom Selleck breitet weiterhin seinen Segen über uns aus. Hier rechts haben wir eine Truhe mit Peseten, vielleicht der Monatslohn von so einem Arbeiter. Hier unten sehen wir, wie dieser riesige Bohrer sich in Tiefen gräbt, die besser unentdeckt geblieben wären. Hier oben. Wo kommst du denn her? So. Die dort unten könnten wir jetzt auch schon snipern, aber eventuell wäre dann das Loot weg, bis wir dort sind. Deswegen verzichte ich darauf. Goldvorkommen scheint es hier auch zu geben, wenn ich mir das so ansehe. Wobei Gold, glaube ich, nicht in fertig geschmolzenen Barren so im Bergwerk rumliegt. Der Mann scheint verwirrt zu sein. Zack. Also, jetzt legen wir doch mal diesen Schalter um. Der Strom zum Trennschalter ist unterbrochen, jawohl. Und jetzt können wir dort an unser Dynamit heran, wo wir den Schalter nochmal umgelegt haben. Ah. Da ist er wieder. Dr. Salvador feiert sein Comeback. Aber wir haben eine Magnum. Oder er hat eine Kettensäge, ich würde sagen. Dumm gelaufen. So. Nix da, Basta. Hab grad mal angefangen. Ah, ich hatte gehofft, die würden etwas schneller laufen und schön reinrennen in die Flammen. Oioioi. Der wollte in seinen letzten Minuten noch High Five geben, so wie es aussah. So, legen wir also diesen Hebel nochmal um. Und warum der Wagen losfährt, wenn wir den Hebel runterziehen und der Lift nach unten geht, wenn wir den Hebel hochdrücken, erschließt sich mir nicht so ganz. Aber was soll's, Dynamit. Das ist die Hauptsache. Machen wir jetzt also ein bisschen Feuerwerk. So. Entzündet ist... Ah, du Schwein. Das kriegst du wieder. Entzündet ist es dann auch gleich. Okay. Das Dynamit hat uns gerecht und ja, der wird jetzt auch weggebohrt. ja. Hier haben wir noch die Fässer. Mit Magnum-Munition und einer Handgranate. So viel Zeit muss sein. So. Und dann stehen wir hier neuerlich vor einer Tür. Und wenn ich schon zu so einem Satz anhebe, könnt ihr euch denken, ah, sind schon wieder 25 bis 30 Minuten rum und das Ende der Folge wird eingeläutet, denn so ist es nun wieder. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein und bis dahin gehabt euch wohl, meine Schäfchen. Über folgende
widerwärtige Sterbesequenz, könnt ihr euch freuen, wenn ihr den Verdugo erschießt, statt ihn in die Luft zu sprengen. And now for something completely different. Your right hand comes off? Sieht schon krass aus. So eine Handkanone, Helsing-Style. Bitches love cannons!